Die Bürstädter Innenstadt war am Dienstag Austragungsort eines hochbesetzten Radrennens. Bei Olex Radsport Grand Prix rund ums Back- und Brauhorstreis waren gleich 8 Tour de France-Fahrer am Start. Veranstalter waren die früheren Radsportstars Algis Oleg Navicius und Rainer Faust. Den Anfang machten die Bambini bei einem Laufradrennen. Der jüngste Teilnehmer war gerade einmal 2 Jahre alt. Kurz danach starteten die 11- bis 14-Jährigen zum Fette Reifenrennen, das vom Star des Events John Degenkolb promotet wurde. Den Auftakt in das Renngeschehen machten die Jugendlichen U17 und die Junioren der U19-Klasse, die auf dem 610 Meter langen Rundkurs mitten durch die Bürstädter City 33 Runden zu absolvieren hatten. Den Sieg im Rennen mit dem Derny, einem Motorrad, das im Radsport als Schrittmacher fungiert, sicherte sich André Greipel. Danach gönnten sich die Stars eine Pause im VIP-Bereich unter dem Dach der Markthalle. Dort standen sie für Interviews und Autogrammwünsche bereit. Um 19.45 Uhr hatte sich die Strecke mit mehreren tausend Zuschauern gefüllt. Auf dem Rundkurs mussten die Radsportler 111 Runden a 610 Meter absolvieren. Das packende Rennen gewann schließlich Favorit John Degenkolb. Im Schlussspurt verwies er André Greipel und Rick Zabel auf die Plätze. Obwohl die Radprofis direkt im Anschluss den Weg nach Vuelta nach Spanien antreten, schonten sie sich in Bürstadt, das dieses Jahr 1250-jähriges Stadtjubiläum feiert, nicht.